Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie mir Gelegenheit geben, wenn auch verspätet, sich zur neuen Spielzeit zu begrüßen. Ich bin noch nicht gesund, aber ich konnte es nicht aushalten und hielt es auch gegen mein Pflichtgefühl, bis zu meiner völligen Wiederherstellung zu warten, um Sie wiederzusehen. Aber was mich am meisten belastet seit vielen Jahren, ist dieser dumme Spruch, Felsenstein ist die komische Oper und die komische Oper ist Felsenstein. Und wenn eine Spielzeit so beginnt wie diese, so ist das für mich ein Beweis dafür, dass es die komische Oper, die von Felsenstein gegründet, mit Erfolgen und Misserfolgen geführt wurde, auch ohne ihn als komische Oper wirklich weiterarbeiten wird im Sinne der bisher gefundenen Erkenntnisse. Und doch ist es schön, dass all dies Gewimmel der Wald hier ernährt. Wie das doch niemals bald fängt das Leben immer neu an. Und wenn erst der Mai kommt, dann findet alles, was lebt hier im Wald, sich zusammen zurück. Und alles feiert. Also das, was das Unmittelbare war, von der Bühne runter in den Zuschauerraum, ich meine, so eine Aufführung wie das Schlaue Füchslein, ist so schlecht in Schwarz-Weiß gebannt, dass man die Faszination, die diese Aufführung gerade hatte, gibt das nicht wieder. Und trotzdem, man merkt wenigstens am Abglanz, wie groß dieser Mann war. Ich erinnere mich, dass ich Herrn Felsenstein diese Lizenz damals ausgehändigt habe in einem Theater, das noch nicht aufgebaut war bis zum Ende. Wir standen auf zwei Balken und hatten das Gefühl, als ob wir nicht fest auf der Erde stehen. Das war ein wenig komisch. Ich erinnere mich daran, dass ich die Angst hatte, dass weder Felsenstein noch ich plötzlich stürzen während dieser Lizenzübergabe. Aber alles ging glücklich zu Ende und so kam es zustande. Ich bekam an anderen Bühnen nicht die Möglichkeiten zu probieren, die Voraussetzungen zu schaffen. Und dieser Umstand hat mich gezwungen, also eine Theaterleitung anzunehmen, zu der man mich besonders von sowjetischer Seite 3 Monate hindurch getriezt hat, bis sie so weit waren, dass ich Ja gesagt hatte. Diese Fledermaus war nach der von Reinhardt am Deutschen Theater die beste, die ich je gesehen habe. Da gab es keine Schlampereien, da gab es keine alten Karlauer, sondern da gab es eine saubere, fabelhafte Aufführung, die aus der Fledermaus fast eine komische Oper gemacht hat. Wunderbar. Er war mir vor dem Krieg ein Begriff als ein ausgezeichneter Dramenregisseur hier am Schiller-Theater. Und als ein wirklich kompetenter Opernregisseur. Nur hatte Felsenstein den großen Vorteil,
dass er bereits ein Oeuvre hinter sich hatte. Während der Hitlerzeit, wo er also gearbeitet hat, ohne mit den Nazis in irgendeiner Weise zu liebäugeln. Der Weg für ihn war vollkommen frei und die Leute wussten, dass das ein genialer Mann des Theaters war. Theater ist für mich die tiefste und größte Form des Gemeinsamkeitserlebnisses, das es überhaupt gibt. Einschließlich, ich sage das vielleicht sehr frech, einschließlich Kirche, Politik und allem Möglichen. Denn es ist immer, wenn es wirklich das Theater ist, etwas Einmaliges und Unwiederholbares. Es war allerdings sehr harte Arbeit mit ihm. Ich musste viel, viel dazulernen. Viel Kritik einstecken und sehr an mir arbeiten, weil ich dachte natürlich nach 9 Jahren, 7 Jahre Augsburg und 2 Jahre Halle, ich bin perfekt. Und plötzlich konnte ich gar nichts. Reinecke, aus dem Stamm der Herren vom Güldentupf, von und zu Tiefenrund. Freut mich sehr, Füchslein Schlaukopf, ehemals Zögling des Försters. Wenn's dem Fräulein nicht etwa lässig ist, so würd ich gerne wiederkommen. Wer wird wiederkommen sein? Gehe neben Fräulein öfter hier spazieren. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr, ich hab keinen Freund und so bin ich allein stets. Habe bisher keinen Herrn gestattet, mich auszuführen. Ja, find ich diese Haltung. Rauchen Sie auch? Nein, noch nie. Lieben Sie Kaninchenfleisch? Ich soll bis die Hände. Voraussetzung war ein langes Training. Und dann von den ersten Proben an, da war ich dann schon durchtrainiert. Dann hat es mir einen solchen Spaß gemacht, weil ich schon als Kind im Turnen und in Tanzen und so war ich immer sehr gut. Und ich war auch sehr schlank zu der Zeit. Und er hat natürlich sehr viel verlangt, aber es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich bin allerdings manchmal, wenn ich zur S-Bahn in die Friedrichstraße gegangen bin und die Treppe hoch wollte, bin ich auf allen Vieren fast hoch, weil ich noch so in der Tierbewegung war. Ich kannte den Namen Felsenstein und ich habe zu ihm gleich am ersten Tag gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich die Vorstellungen oder die Erwartungen erfüllen kann, was Sie in mich setzen. Er sagt, hauptsächlich, du spielst kein Theater. Und so war es auch. Bei der ersten Probe, das geht, ich trete auf, bald kommt ein Gewitter. Moment, von wo kommst du? Sag ich, aus der Kneipe. Na also, kommst aus der Kneipe? Also, ich komme. Bald kommt ein Gewitter, wo gehst du hin? Und so ging es, also zum 37. Male war ich schon verzweifelt. Der Inspizient Mandelko hat immer einen Strich gemacht beim jedem Auftritt. Und das war so eine lange Reihe von Strichen. Und ich war schon, aber das war der Kern der Arbeit.
mit ihm, weil er war kein Pedant, aber er wollte mich zum Punkt bringen. Oper ohne schönen Gesang ist nicht möglich. Aber schöner Gesang ist nur dann schön, wenn er eine notwendige menschliche Aussage ist. Alles andere ist Produktion von Tönen, aber kein Gesang. Die Methode. Eigentlich ganz einfach, das Einfachste von der Welt, dass das Singen der gesteigerte und schönste Ausdruck einer Rollengestaltung auf der Musikbühne ist, dass man Singen nicht aufsagt, sondern das Singen erfindet aus der Situation der Figur heraus, aber ausgehend und nach den Vorlagen der Partitur, die er immer als Regiebuch bezeichnete. Seine Hauptfrage war, warum singst du? Stimme habe ich. Nur die Methode fehlt mir. Die Methode. Leiter für unsere Gastspieler. Es begann 1957 und 59. Es gab schlechte Kritiken über die musikalischen und sängerischen Leistungen. Die waren teilweise ein bisschen bösartig. Und es wurde hochgelobt, die Ensembleleistung. Alles, was mit Technik, Beleuchtung zusammenhing, das war für sie doch eine kleine Sensation. Die erste Begegnung mit Felsenstein war bei der Inszenierung Hoffmanns Erzählungen und es war ein sehr anstrengendes Arbeiten. Es ging bis nachts um vier manchmal, die Beleuchtungsproben. Und Felsenstein hat durch seine eigene persönliche Leistung, für ihn gab es ja auch keinen Feierabend, überzeugt. Dann durch seine Argumente und auch durch seine Vorbildwirkung. Also Felsenstein war ja ein Mensch, dem man nur nacheifern konnte, der einen einfach mitgerissen hat. Und Felsenstein hatte ein sehr gutes Verhältnis zu den Technikern. Das drückte sich auch schon darin aus, dass 1959 in Paris und bei Premieren die Techniker mit zum Applaus auf der Bühne erschienen. Einer der größten Erfolge der Komischen Oper war Hoffmanns Erzählungen in Paris, im Theater der Nation. War unglaublich, war unglaublich. Felsenstein bekam noch den ersten Preis für die beste Regie von allen Nationen, die dort vertreten waren. Es waren schon grandiose Abende. Ich glaube, die Pariser, die erst sehr skeptisch waren, gerade den Hoffmann, gerade Offenbach, die nach dem kleinen Zack und nach dem Lutherkeller im ersten Akt schon, das war also nicht zu beschreiben. Das war klein Zack. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Das war klein. Unvergesslich des Gesichtes Züge. Unvergesslich des Gesichtes Züge. Ja, unvergesslich und bezaubernd. Ja, du stehst vor mir
schön und hell wie der Tag, hast du zum ersten Male mir begegnet. Vor Liebe toll verließ ich alles, lief dir nach, kreuz und quer, sah nur dich da und da. Sah deine Haar, deinen zierlichen Hals umfließen und in Locken sich auf deine Schultern ergießen. Dein Blick, das himmelblaue Augenpaar, engelrein und voll Feuer, da war sonnenklar. Da musste ich mich dir mit Haut und Haar ergeben. Auch du gehörst zu mir, gehöre mir fürs Leben. Und deine Stimme sah voll süße Poesie, der ganze Himmel klang wie eine Symphonie, das Echo. In den ersten 12 bis 15 Jahren haben wir, was die Popularität und Werkgüte betrifft, also abgegrast, was es gibt. Wir haben Nationalpreise bekommen für Aufführungen, die wir erst 2 Jahre später dann verbessert haben und ganz kennengelernt haben. Nicht? Also ich will damit nur die ständige Entwicklung nennen. Denn die großen Erfolge, mit denen die Komische Oper ihren ersten Ruf erworben hat, bestanden darin, dass auf der Opernbühne etwas geschah, was man auf der Opernbühne bisher nicht für möglich gehalten hatte. Er hat das immer so gemacht, wir versetzen uns mal in den Zustand der Unwissenheit. Das heißt, wir wollen nicht voreingenommen sein einem Werk gegenüber. Also dann lag eine Partitur auf dem Tisch und dann hieß es die Zauberflöte von Mozart und von Schikaneder. Wer ist Mozart, wer ist Schikaneder? Ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Er verlangte das, was ich eigentlich überhaupt erst an der Komischen Oper gelernt habe, nämlich, dass man nicht schlechthin mit einer Idee beginnt, sondern dass man überhaupt erstmal sich in ein Stück vertieft, in ein Thema vertieft und über Analysen, Lektüren überhaupt erstmal herantastet. Also seine größte Furcht war, dass jemand zu schnell also eine Idee hat. Da war er immer ganz misstrauisch, sondern er wollte das langsam aus dem Stück heraus, aus den Situationen heraus entwickeln. Die Sorgen als Intendant ließ er wirklich bei Überschreiten der Schwelle zur Probenbühne hinter sich. Sein künstlerischen Betriebsbüro Krämer hatte er verboten, dass er je auf der Probe gestört wird. Selbst wenn abends die Vorstellung wackelt aus irgendeinem Grunde, die Probebühne war seine Welt. Und manchmal haben wir jungen Spunte da geglaubt, für ihn sind die Proben wichtiger als die Aufführung. Die Aufführung, mit denen war er ganz selten glücklich. Ganz selten glaubte er, diese Sternstunden zu erleben mit seinen eigenen Inszenierungen auf seiner eigenen Bühne. Er war von einer unerhörten Geduld, aber auch von einer Hartnäckigkeit, die andere manchmal zum Wahnsinn trieb. Weiter denn! Weißt du, Lucker, mein, der Schneider ist in dein. Hier, Peter, wenn ach, für Amos, geliebter mein, ich ist in dein. Und komm, Schnauz, der Spengler. In hier, Peter, Sven, für Amos, geliebter. Ich wollte dem Pyramus eine Liebesszene vorspielen, ein Liebesgeständnis machen. Das heißt, ach Pyramus, geliebter mein, bin dies bei dein. Und bei dein musste ich immer kieksen. Und dieses Kieksen musste ich, damit ich furchtbar erschrecken, musste aber auch gleichzeitig die Handwerker mit den Augenschein nehmen, haben wir es gemerkt. Und das war aber ganz kurze Pause bloß. Und bei dem Kieksen behauptete er immer, aber recht hatte, ich bereite das vorher vor. Es muss von selbst kommen. Und der Schreck muss so groß sein und dann geht es gleich wieder weiter. Immer einen draufsetzen, bis dann die Sache ganz in die Hose geht. Aber wichtig ist, dass das den Keks nicht vorbereitet. Das ist nur hastig dermaßen. Und ich habe das nie gefressen. Ich habe das nie mit hingekriegt. Es gibt keinen, der das kann.
Du musst einfach glauben, muss es geht. Das glaube ich immer. Aber du krabbst vorher schon ab. Ja, das lässt dich nicht so. Ich glaube Sie mir, das ist der einzige Fehler. Nicht an Faulheit, nicht an nichts. Das ist großartig von dir. Großartig. Aber das ist ein Hund drin. Ich weiß. Den werde ich leider nie befriedigen können. Das ist furchtbar. Und dann nicht an. Also, dass dir das passiert, ist furchtbar. Nicht? Also, wenn auf die Weise. Ich habe es doch zuerst eine Rittersmann gespielt. Ja. Deshalb bin ich bereit, die Tispe zu spielen. Nicht? Jetzt macht mir Atmos die Tispe kaputt. Damit ist deine schauspielerische Existenz gefährdet. Ja. Bin Tispe dein und jetzt ganz hoch sich einstellen. Bin Tispe dein? Das wär's. Nochmal. Ach, Pyramus, Geliebter mein, bin dies bedeiden. Wahrscheinlich war die Besessenheit von ihm für uns auch so überwältigend, dass wir ihm eben den Gefallen tun wollten, dass es wirklich zu dem kommt, was er sich vorgestellt hat. Er ging absolut von der Musik aus und sein Ziel war es, die Musik szenisch zu realisieren. Aber, und das zeigen auch besonders Schallplattenaufnahmen aus der Zeit, er war ein so fanatischer Verfechter von Diktion, dass Linie manchmal dabei unter den Tisch fiel. Es gab zum Beispiel für ihn eigentlich kein Diminuendo. Es gab immer nur Steigerung und er war ein ausgesprochener Martellato-Mensch. Aber dass der Komponist seinen Inhalt schon mal in eine Legato-Melodie gefasst hatte und dass die Melodie nun das Ganze war, das war nicht so sehr sein Fall und seine Theorie und Praxis. Aber die Arnold, eine seiner berühmtesten Protagonistinnen, die hat mal sehr schön gesagt, man muss den Felsenstein erstmal überwunden haben und dann wird man sehr gut. Und ich glaube, sowas hat er auch selbst geahnt und auch durchaus gespürt und geduldet. Das heißt, erstmal eskapieren, erstmal mühsam es umsetzen und dann frei werden. Also zunächst einmal der Charakter von Felsenstein, der ja nicht einfach war, dieser zwischen Ost und West schwankende, nie ganz entschiedene Mensch, der mit sich selbst nie ins Reine kam und immer Schwierigkeiten hatte. Er kam also jeden Sonntag zu uns zum Mittagessen, um sich auszuweinen über die vergangene Woche und zu sagen, das wird nie was und ich kann sowieso keine Regie führen und Traviata kann ich nicht und Rigoletto kann ich noch weniger. Auf der anderen Seite war er einer der am besten präparierten Regisseure. Felsenstein kam an, wusste von jedem Sänger den Namen, wusste von jedem Sänger, welchen Schritt er zu welchem Takt er macht. Er hatte 1000 Positionen auf einem riesigen Blatt mit den Namen des einzelnen Choristen, mit den Namen und mit der Stelle, wo er auf der Bühne zu stehen hatte. Und so wurde dann also dieses erste Bild konstruiert aus seiner Fantasie und ganz genau nach System. Aber das dauert natürlich 3 Monate und deshalb haben wir ihn ja auch immer aus der Oper ausgeschieden und haben ihm in einem Kirchgemeindehaus einen Saal gegeben, damit er probieren kann. Und wenn er dann am Sonntag kam, hat er gesagt, es war furchtbar und ich könne es alle nicht und ich kann es auch nicht. Aber schließlich nach 3 Monaten kam dann ein riesiger, ungeheurer Erfolg, den er ja dann auch wiederholt hat an der Komischen Oper. Er hat ja dann die Traviata nachher später auch dort gemacht, mir auch mit der Musseli. Es wird uns vorgeführt, wie Violetta jetzt die Welt, zu der sie bis jetzt gehört hat, sieht. Verzerrt, wie in einem Traum. Grotesk, fantastisch, schauerlich. Die Musik kennen wir von Anfang, nicht? Schon erglüht von Fern Aurora, einmal müssen wir nach Hause, dank sei Ihnen, o oh Signora, für den festlich schönen Schmaus. Schön erglüht von Fern Aurora, schon erglüht von Fern Aurora, wächst Gesang, einmal müssen wir nach Haus, einmal müssen wir nach Haus, dank sei Ihnen, o oh Signora, crescendo. Signora, für den delikaten Schmaus, für den delikaten Schmaus. Ach, die Stadt ist voll von Festen, ach, die Stadt ist voll von Festen. Einmal müssen wir nach Haus, einmal müssen wir nach Haus. Etwas Stunden taugt am besten, etwas Stunden taugt am besten zu beginnen.
am besten dann die Kräfte. Ja. Das überschwemmt die Bühne und die Stühle fallen um und die Gardinen werden runtergerissen und die Sektgläser zerschmissen und da. Falls diese kurze Aufführung gelangt an dem Theater, kommt jetzt Madame Violetta, die Primadonna. Wie seltsam. Wie seltsam. Ins Herz drang mir jedes eine Wort. Sehr viel übertreibe ich nicht, nicht? Er war so musikalisch, wie ich kaum einen anderen Regisseur je kennengelernt habe. Aber wie Sie die Auffassung von Musik in der Oper, die ist bei jedem auch unterschiedlich, auch bei Dirigenten wieder unterschiedlich. Mir hat immer sehr imponiert, dass er genau, also dieses, ja, dass er Wendung gerade in der Zauberflöte, Tamino mein, jeder singt immer, oh, welch ein Glück. Aber geschrieben ist das U auf die Eins. Und er hat immer, Tamino mein, oh, welch ein Glück. Da wurde dann immer gesagt, ja, der Mozart hat den Schikaneder nicht. Nein, es heißt, oh, welch ein Glück und nicht, oh, welch ein Glück. Und so könnte ich stundenlang solche Details erzählen, wie er wirklich den Noten auf der Spur war als die Codezeichen für menschliche Regung und menschliche Gedanken. Das war wunderbar. Nur manchmal hatte er eben eine panische Angst davor, dass nur die Musik erzählt, dass der Darsteller ganz still hält und das Theater mal den Mund hält und die Musik spricht. Er war überhaupt nicht dominant. Er brauchte nur starke Partner. Und wenn die nicht vorhanden waren, in den Sängern oder auch in den Dirigenten, dann passierten solche Dinge, dass er natürlich stärker war. Er hat es immer wieder versucht. Er hat ja keinen geringeren als Klemperer ganz in seinen ersten Jahren geholt. Er hatte das Bedürfnis. Aber woran das nun wirklich liegt, das ist eben eine lange Geschichte und mir geht es manchmal ja auch so, dass man von den Kollegendirigenten eigentlich dieselbe Zeit erwartet, auf den Proben mit dabei zu sein, die man selber hat. Das ist natürlich eine Illusion und das ist Unsinn. Aber er war ja voll von Naivität, permanent der Kunstgattung gegenüber und den Möglichkeiten. Es ist ihm beim Giovanni passiert. Und als ich nach der Giovanni-Aufführung, da hatte ich ja schon die Komische Oper verlassen, in eine Aufführung ging und ihn hinterher begrüßte, sagte zu mir, weil du nicht mehr da warst, ist mir der nicht gelungen. Mir hat dein Widerspruch gefehlt. Kurt Masur hat es mir einmal erzählt, dass ich bin nicht dabei gewesen, dass Felsenstein und Masur eine Diskussion, eine Spielplandiskussion über Tristan und Isolde gehabt haben, wo der Felsenstein gesagt hat, also ich kann das nicht, ich halte das nicht durch, so ein Stück. Das ist nicht, also ich glaube ihn zu verstehen, dass er es nicht mochte, sondern irgendwo glaubte diese Intensität, sowohl er hat das auf sich bezogen, aber auch in von seiner Vorstellung oder von seinem Anspruch aus, dass das also mit Sängern, die ihm vielleicht da zur Verfügung standen, nicht durchführbar war. Er war sehr kritisch sich selbst gegenüber. Auch wenn Sie sagen Mozart, er hat auch nicht alles von Mozart gespielt. Ich habe ihm direkt darum gebeten, dass er doch Cosi machen soll. Das wäre doch ein Schön. Er hat das nicht gemacht, weil irgendwo das war ihm nicht, also wenn man sagt, zu schwierig, sondern irgendwo
hat er in dieser Konstellation, die jetzt wirklich in seinem Sinne, seinen Ansprüchen genügend auf die Bühne zu bringen, da hat er vor zurückgeschreckt. Und ich werde nie vergessen, diese wunderbare Giovanni-Inszenierung, die er dann zur Eröffnung dieses umgebauten Hauses hier gemacht hat, wo er bei einem Fernsehinterview so im leeren Zuschauerraum saß, tief unglücklich und gesagt hat, ich hab's nicht geschafft. Nein, du sollst nicht mehr weinen. Und wenden dein Auge. Himmel, zam, bam, bam, hell wird. Es ist noch nicht, dass du, um dorthin zu kommen, zu der Bluttat und so, muss die Euphorie des künftigen Glückes, also bam, 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 hell wird der Tag. Das ist mir noch zu düster, weißt du? Nicht lachen, aber dann hell wird optimistisch. Und scheinen und enden Gramm und Merzani. Weißt du, das ist die silberne Wolke. Das ist du fängst immer so spät an, dann murmelst du da was. Mhm. Schmerz und also, das ist nicht komponiert. Das improvisierst du, weil du hell, hell. Keine Koloratur. Schmerz und enden und enden. Das ist, da wirst du im Optimismus eben halb verrückt. Mhm. Und enden Kram. Und Schmerz. Und jetzt über sie hinweg erst, weißt du? Ja, da in die ist, ja. Und Schmerz. Ich verlange Todesstrafe. Denke an die Richter, weißt du? Blut sich an ihm. Du hast so etwas. Blut sich an ihm, weißt du? Du machst so etwas. Blutrünstiges, das kommt dann, wenn du ihm den Degen in das Herz stößt. Ja. Was in der Partitur steht, ist verpflichtend, selbstverständlich. Allegro ist Allegro, Andante ist Andante, Largo ist Largo. Aber ob ein Andante jetzt 72 oder 83 ist, das kann ich vorher nicht wissen. Es gibt keine Aufführung, welche es auch immer ist, die morgen und übermorgen so ist wie heute und gestern. Sie muss ja nicht immer besser sein, aber sie muss neu sein. Sie muss zum ersten Mal da sein. Beim Giovanni habe ich auch, nachdem wir uns mal so grob darüber verständigt haben, habe ich ihm ein großes Modell gebaut und das hat er sich angesehen. Er hat mir dazu gratuliert, aber hat nicht gesagt, ob er es darin inszenieren will, sondern dann verging also eine unglaublich lange Zeit, bis eine Resonanz kam und wir dann begannen, an diesem Modell schöpferisch zu arbeiten, es zu variieren und es also gangbar zu machen für die Inszenierung. Und er war ja auch, also er hatte ja auch ein unglaubliches Gefühl für Raum, für Farbe. Also es war nicht nur so, dass er das als Regisseur sah, sondern es war eine echte Partnerschaft, wo sich dann allmählich also aufhob Bühnenbild und Regisseur, sondern es war ein völliges Ineinander und Miteinander. Dieser Mann besaß eine Größe, dass alles das, was an ihm herumgedeutet wurde, kleinbürgerlich war. Und eigentlich nur von Neid und Missgunst bestimmt war. Die
Menschlichkeit seiner Persönlichkeit. Er liebte jeden Sänger, mit dem er arbeitete. Er war in jede seiner Frauengestalten oder Sängerinnen, war er im Prinzip verliebt bis zur Premiere. Und überall, wo er kritisierte, versuchte er zu helfen. Vielleicht war unser größter Zwist einmal, als wir die Zauberflöte wieder aufnahmen. Und er wollte Dinge fortsetzen, die er natürlich früher gemacht hatte. Zum Beispiel in der Fuge vor den Geharnischen, bevor Tamino und Pamina in die Feuer- und Wasserprobe gingen. Also eigentlich in die Probe, ob sie auf Tod und Leben miteinander verbunden sein wollen. Hat er früher den Abschied zwischen Tamino und Sarastro auf dieser Musik sprechen lassen. Und als ich das entdeckte, sage ich, entschuldige, das geht doch nicht. Und er fragte ganz erbost, ja, willst du denn, dass die Leute dir die ganze Zeit da zuhören? Ich sage, nicht mir, sondern Mozart. Und das ist eine der eindringlichsten Musiken, die Mozart überhaupt geschrieben hat. Eine Todesfuge, voller Angst, voller Furcht, voller Ungewissheit. Die Musik spricht für sich. Ich sage, wenn der Abschied stattfinden soll, der kann auch ohne Worte stattfinden und den kann ein Felsenstein auch ohne Worte inszenieren. Und da hat er 3 Tage lang mit mir nicht mehr gesprochen und wir haben auch nicht probiert. Und dann hat er mich auf sein Zimmer bestellt und hat mich gefragt, ja, wie würden Sie denn das inszenieren? Und ich habe mit ihm gesprochen, wir haben am nächsten Tag wieder probiert und er war umgestimmt. Das waren keine Auseinandersetzungen, da ging es um die Sache. Und das waren bei ihm keine Machtkämpfe. Frau Kurban ist dabei, ein Buch herauszugeben mit Abendspiel, hat er berichten. Da stehen zum Teil Dinge von Götz Friedrich und mir drin, mit sagenhaften Formulierungen des Chefs. Zum Beispiel die Gondel in Zauberflöte wieder nicht gefahren. Technischer Direktor, jetzt kann ich mich nur noch aufhängen. Fährt dann die Gondel? War Herr Felsenstein. Das Schwierigste war Liebe zu drei Orangen. Liebe zu drei Orangen war ein Stück, da lief das zweite Bild 3 Minuten und 20 Sekunden. Ich habe dieses Bild auf der Bühne während der Vorstellung nie gesehen. Ich habe nur dieses Bild, begann Bühne und das Orchester setzte ein nach dem ersten Fallen eines schwarzen Vorhanges von der simultanen Bühne. Dann waren die ersten Kommando waren dann Schieber 1 auf, Versenkung 1 auf, Schieber 2 auf, Versenkung, Schieber 1 ab. Versenkung 1 ab, Schieber zu, schwarzes Kabinett ab, Blitz ab. Ich kriegte nur immer auf mein Kommando, Schieber 1 auf in die Unterbühne. Der Theatermeister neben mir sagt nur, ist offen. Versenkung 1 auf, läuft. Schieber 2 offen, ist offen. Versenkung 2, läuft. Nur ist passiert, 4, 5, 6 Mal ist es passiert, dass wir auf der Bühne noch mit diesem Bild beschäftigt waren, als die Musik schon zu Ende war. Das heißt, wir kamen nicht nach. Es geschah dann eben, wenn etwas schiefgelaufen ist, dass am nächsten Tag dann Proben angesetzt wurden für diese Stelle, für diese Position oder für diesen Beleuchtungseffekt. Und sein ganzes Leben bestand ja eigentlich nur aus Proben und Vorstellungen. Er war ja ein Fanatiker, was die Kunst, was die Oper betrifft. Und das hat sich natürlich auf alle, die mit ihm gearbeitet haben, dann in gewisser Weise übertragen. Es gab dann eben keine Grenzen. Und es musste klappen, er war ein Perfektionist. Und er wusste für sich genau, wie alles auszusehen hatte, auch für jeden vom Chor von uns. Und als wir dann das erste Mal auf die Bühne kamen, wir bekamen vorher den Inhalt genauestens erläutert, wir bekamen erläutert, was wir darzustellen hatten, welche Art von Volk wir wären.
Und als das alles im Grunde genommen in unseren Köpfen klar war, ließ er uns den ersten Auftritt probieren. Und er freute sich diebisch wie ein Kind, als wir rauskamen. Und wir erreichten haargenau die Stellungen und den Ausdruck, den er sich zu Hause ausgedacht hatte. Und hier, das war außergewöhnlich. Also das waren Aufführungen manchmal, wo man Othello anfängt bei dem Chor. Da konnte das Publikum nicht sitzen bleiben. Da ist man von Stühlen hochgesprungen. Und das hat mich eigentlich bewogen, den Beruf zu ergreifen. Thank you.
er wollte viel alleine sein. Und vor allen Dingen hat er aus diesem Zimmer oben einen Blick gehabt. Das liebte er. Und ich durfte auch immer, wenn er oben war, hochkommen zu ihm. Und glauben Sie, es waren nur Bücher, Noten und wieder Bücher und Akten. Er liebte die Insel auch, hat aber den Kontakt mit den Inselanern nicht wahrgenommen, weil das Streben, das Arbeiten, die Noten, die Musik, ja, das war für ihn A und O hier. Der Mann ist, der Herr Wesselstein, in der Regel um 5 aufgestanden, ging mit seinem Neufundländer von seinem Gehöft zum Ostseestrand baden. Dann wurde ein Joghurt eingenommen, eine Apfelsine, was weiß ich alles. Und dann ging der Arbeitstag los. Bis mittags wurde Mittag gegessen. Wir hatten er hatte zwei nette Wirtschafterinnen, die ihn hier betreut haben. Sonst ein Urlaub mit Frau Felsenstein und Herrn Felsenstein, den gab es nicht. Nur kurze Tage. Ne? Sie fuhr nach Alaska und er kam nach Hiddensee. Und die Familie Felsenstein war, die ganze Familie waren ja 4 Personen. Die beiden Söhne, mit denen ich heute noch sehr im Kontakt bin, waren 2 Parteien. Der Janis und die Mutter war eine Partei und der Christoph und Herr Felsenstein war eine Partei. Ne? Und Christoph sagte immer, Vater, fahr nach Hiddensee, da erholst du dich. Die Felsenstein nannten ja die komische Oper ihr Haus, ne? Also unser Haus und ihr Haus, ne? Und ich fand das, so was er geleistet hat, ich habe selbst bin von ihm eingeladen worden zu proben. Er hat gesagt, Herr Mehl, heute machen wir mal Kontrolle. Um 10 Uhr habe ich Proben angesetzt. Wollen wir mal sehen, wie pünktlich die Leute da und die Mitarbeiter erscheinen. Ne? Habe ich mit dem Mann alles miterlebt. Theater beginnt bei mir dort, wo menschliche Ereignisse auf der Bühne stattfinden, aus einer Dichtung, aus einem Gleichnis. Menschliche Ereignisse, die den Zuschauer, sie sind ja alle 1000, die hier sitzen, fremd untereinander, einheitlich verbinden zum Mitspielen. Ich fordere von dem geglückten Theater, dass eine Kritik im Augenblick der Darstellung gar nicht möglich ist. Er hat alles vermieden, was dazu führen musste, dass man den Umweg über das Denken in das Gefühl machen wollte. Er hat das Denken und sein Denken und sein Fühlen so total werden lassen, dass dann die Leute sagten, ich habe gar nicht gemerkt, dass da gesungen oder gespielt wurde. Möge Gott uns errichten sei, ja, Gott soll uns errichten sei. Es wird was heißt, es wachsam sein, sonst steckt man selber Hiebe ein. Gütiger Gott, schütze ihn bloß. Jetzt, meine Herren, jetzt geht es los. Hat da oben in dem kleinen Zimmerchen da, wo der Beleuchter ist,
Da konnte er von seinem kleinen Intendantenzimmer immer runtergehen, hinter die Beleuchtung gehen und dann schauen, was hier los war. Wir wussten nie, wann er da zuguckt. Er war ja sehr oft im Theater. Er konnte Zuschauerraum, Orchester, Technik, Bühne, alles überschauen. Aber wir sahen ihn nicht. Da haben wir 369 Mal gespielt. Und diesen Tag waren wir eigentlich drin, wo wir die Sache verlacht haben. Es war ein bisschen peinlich, die Vorstellung. Da haben die nicht mehr in den Griff gekriegt. Und ich sagte bei dieser Regenerationsprobe, aber Chef, der Text, das ist nicht mal eine Stelle, die operettenhaft ist. Was ist das? Was ist das? Das ist Shakespeare. Und so musstest du spielen. Und ganz ernst, ganz. Und das hat er nicht aus den Händen gelassen. Und da haben wir eben keine halbe Stunde, sondern mit der ganz kleinsten Pfeile da, hat er eben dann 3 Stunden probiert. Aber wir haben es mitgemacht, mit Freude mitgemacht, weil das eben was. Nächsten Tag lief das wieder wie. Ich bin König über Millionen Untertanen! Er war ein kleiner Fürst, dessen Handwerk man legen, dessen Frevel man bestrafen muss! Ich greife den Dolch! Ich seh die Augen von Millionen auf mich gerichtet, voll Vertrauen. Gerechtigkeit auf Königsthronen, das ist, worauf die Völker bauen. Ja, vor dem Prüfstein der Geschichte wird unsere Majestät bestehen. Denn unerbittlich zu Gerichte wird man mit Ritterblaubart gehen. Höre vor uns dieser große Augenblick, die Stunde der Entscheidung. Weichen wir auch nicht mit einem Schritt zurück, so ist der Sieg uns nah. Ich möchte Ihnen in erster Linie das Theatererlebnis bieten. Ein wirkliches Theatererlebnis, nicht eine Aufführung, eine Schau, die man mit beschaulicher Distanz betrachten kann, sondern ein Erlebnis, in das der Zuschauer einbezogen wird und gezwungen wird, daran voll teilzunehmen. Also, wie ich früher schon sagte, in der Form des poetischen Gleichnisses, ein Spiegel seiner Sehnsüchte, seines Lebens, seiner Enttäuschungen, seiner Kritik an den Mitmenschen und damit vielleicht, ich möchte damit nicht anmaßend sein, sein Lebensbild zu intensivieren. Also durch Felsenstein und seit Felsenstein hat sich auf jeden Fall geändert, dass man gründlicher nachdenkt über Oper. Dass man allgemein gründlicher nachdenkt und dass Musik und Theater nicht als Widerspruch empfunden wird. Ich habe den Namen Günter Rennert genannt, ich könnte Oskar Fritz Schuh nennen und viele andere, die das auch versucht haben. Aber diese großen Kollegen von Felsenstein hatten eben nicht die Möglichkeit oder den Mut oder die Ausdauer, sich an einem kleineren Haus so lange mit diesem Experiment zu beschäftigen. Und die letzten Worte, einmal, wie er im Urlaub beendet hat, er sagte mir, ich hätte die Intendante eher weggeben müssen. Er hatte vielleicht noch 2 bis 3 Werke im Auge, wo er da nicht mehr zugekommen ist. Er hat sich gewünscht, von Neuendorf Fischer im blauen Anzug, ihrer blauen Fischermütze, dass es so inselgerechte Beerdigung wird. Ne? Was bleibt aber ist nicht nur die Erinnerung an einen der ganz Großen des Theaters, sondern es muss Herrschaft über das Theater sein und es muss Demut vor dem Theater und auch vor dem Publikum sein. Wenn wir das nicht vergessen von seinem Vermächtnis, dann geht es uns eigentlich gar nicht so schlecht, wie wir manchmal tun. Das Faszinosum seiner Persönlichkeit bestand in dieser Mischung zwischen Wien und Preußen. Er hatte einen Charme
und auch ein komödiantisches Flair, das war einzigartig. Für mich war er der künstlerische Vater. Und wenn Sie einen Vater verloren haben, dann ist es schwer, über seine Schwächen im Nachhinein zu mäkeln. Von ihm bleibt die Art und Weise, wie man sich einer Aufgabe nähert. Das bedeutet nicht nur, dass er sein Ensemble künstlerisch geprägt hat, sondern dass er überhaupt das Verhältnis zum Theater bei seinen Ensemblemitgliedern entscheidend beeinflusst hat. Ich bin der Meinung, dass seine Grundsätze allerdings zurzeit es sehr schwer haben in der gesellschaftlichen Situation, im Umfeld. Eine Geschichte, die man versteht, ist schlecht erzählt. Das ist jetzt der Lieblingsslogan der Regisseure. Das war ja nun das Gegenteil. 180 Grad gedreht. Also er wollte ja verständlich, deutlich und glaubhaftes Theater für jeden. Ich glaube, dass hier ein Mann mit einer großen Ethik und mit einem großen, mit einer großen Verantwortung Oper interpretiert hat. Es bleiben die, die bei ihm gelernt haben und die weitermachen. Und das ist ein ganzes Heer von Künstlern und vor allen Dingen von Regisseuren, die groß geworden sind in der Welt, die alle mal hier an diesem Haus bei ihm waren. Und die gehen mit ihrem eigenen weiter. Das ist nun mal am Theater so. Theater ist nur gültig, solange es entsteht und stattfindet. Man kann es nicht konservieren. Und wie dieses Glück sich allen mitteilt, in tausenden Blumen, himmlische, feierlichen Löwenzahn. Und mancher Mensch, der durch den Wald geht, verneigt sich ganz still, denn nun hat er erkannt, es war das Glück, das da an Das Theater ist dazu da, um die Welt zu verbessern. Und wenn ich mich bemühe, das Theater zu verbessern, so gelingt es mir vielleicht damit, auch beizutragen, dass die Welt verbessert wird. Aber eine Weltverbesserung ohne Unterhaltsamkeit kann ich mir nicht vorstellen.